Leute, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Bed Wars, und zwar mit dem Olaf Kasprigi. Ich bin geschockt. Eben hat mir Best offenbart, dass er erst in der 7. Klasse erfahren hat, wie seine Mitschüler heißen. Na, alle. Also, falls ich... Alle. Redest du jetzt von allen Klassenstufen oder aus deiner Klasse? Nö, die konnte ich immer noch nicht. Oh. Das sind ja viel zu viele. Naja, also, ich habe manche Namen noch verwechselt. Ich konnte, glaube ich, alle, aber ich habe manche verwechselt, einfach so kurz gesagt. Schaffe ich nicht. Doch. Boah, hast du diesen Sprung gesehen? Oh, Kacke. Nein, oh, Kacke. Was ist denn los? Schaffst du es nicht mehr zurück? Doch, klar. Ich hab ihn eigentlich. Überlebst du das? Soll ich dir helfen? Brauchst du Hilfe von mir? Eine väterliche Hand, Scheiße. Die dir beisteht. Oh. Die dir deinen Kopf tätschelt. Ja, wäre super toll. Ich könnte mir nichts Besseres vorstellen. Ja, wäre super. Ich hab nämlich 300 PS. Oh, Gott sei Dank. Ich hab keinen. Ja, das war easy. Und wer hat den Kill? Richtig, das war ich. Komm. Hier, gönn dir das Gold. Ja, ich brauch Blöcke. Ich lauf direkt zu dem Team rüber und hoffe. Beeil dich. Geh heim. Nein, ich wurde runtergeschlagen. Aber ich lebe. Wo ist denn unser Heim? Wir sind Geld, ne? Ja, das ist unseres. Das kriegst du hin. Also, die Zurechnungsfähigkeit rechne ich dir zu. Pass auf, da kommt einer. Der will uns. Also, ich kann dir höchstens sagen, wenn jemand auf unserem Weg ist. Mehr kann ich dir leider auch nicht verraten, weil ich mehr nicht sehe. Gut, ich mach mich auch auf dem Heimweg mit 4 Gold. Dann haben wir immerhin etwas. Oh mein Gott. Ich hab doch auch Gold. Was das schon wieder für Kriege sind. Meine Güte. Ich sehe es, Alter. Hier richtig heftig. Ich hab hier voll runtergeschossen. Die Leute töten sich und töten. Ach, willst du Gold haben übrigens? Nee, ist okay. Hier hast du mein Gold. Ich mache jetzt eine Selbstmission. Ich will auch kein Gold. Suicide Squad. Hast du den Film gesehen? Nee, sicherlich nicht. Nee, ich hab den schon nicht gesehen. Als ob ich solche Filme schaue, also ganz ehrlich. Aber du schaust Iron Man hier, ne? Iron Man habe ich geschaut, ja, das stimmt. Iron Man 2 auf dem großen Flachbildfernseher, Blu-ray zufällig? Nein, ich habe Iron Man 2 Blu-ray auf dem Beamer geschaut. Das ist noch geil. Beamer, meinte ich ja. Wow. Tut mir leid. Das letzte Mal, als ich da mit deinem Vater zusammengesessen habe und ein Bierchen getrunken habe, hat er mir das nämlich erzählt. Ja. Mein Vater, oh, dicke. Also normalerweise, ich kenne ja die Sprüche von wegen, ich habe deinen Mom gevögelt und so, aber der Vater, also wirklich Base, du bist ziemlich weit gesunken. Hast du jetzt eigentlich das ganze Gold mitgenommen, oder? Ja, natürlich. Könnte ich ein bisschen was davon haben? Das wäre super nett. Ich schwör, du gibst mir eben 4, ich wollte dir 4 schenken. Ne. Wolltest du nicht alles, ne? So viel Gold brauche ich doch. Ja, was soll ich mit dem ganzen Gold machen? Okay, pass auf, wir machen etwas, was wir sonst nie machen, wir stellen eine Kiste auf. Was hältst du denn davon? Nee, das ist mir das zu ist unsicher. Doch. Du kannst die gern irgendwie sicher bauen, wenn das dir zu unsicher ist. Aber die Kiste existiert schon, also wir können da jetzt nichts mehr dran ändern. Es ist alles passiert, es kann nichts mehr geändert werden. So, ab geht's. Ab zu irgendeinem Gegner. Du musst ja auch noch diese Lederrüstung, ne? Oh, Kacke! Welcher Spaß hier den ich so scheiße. Bist du einfach so... Ach, Best. In dem Moment bist du bestimmt voll glücklich. Oh, Crap. Da war plötzlich einer. Ach, in dem Moment bist du sicherlich voll glücklich. Ich wollte sagen, voll glücklich, da ich ein bisschen Gold in der Kiste übrig gelassen habe, aber jetzt bin ich unglücklich, dass es nicht mehr da ist. Was? Ich sagte doch, Kisten sind nicht cool. Ja, du hast es ja auch genommen. Oh, ja, könnte ich dir jetzt einfach stehlen, ne? Stell dir das mal mit einem 6er-Team vor. Der hat richtig viel Gold, auf den müssen wir aufpassen. Ja, ist mir egal. Ja, der hat sich nach Hause tippiert. Hast du nicht dieses Dünn gehört? Doch, Tatsache. Ey, da kommt einer von oben, grün. Ich sehe ihn, ach so, da oben. Grün hat auch noch ein Bett. Ich schieß Grün jetzt mal nicht ab, weil die wollen irgendwie zum nächsten Gegner rüber. Und da ich geh mal zu dem. Vielleicht klappt's ja. Ich meine, ich habe absolut gar nichts. Ah, der sieht mich gerade nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe keine Ahnung, wie es hier lang geht. Ja, dann geht er doch nicht da lang. Oh, Grün. Doch, ich bin da. Nein! Die haben mich Bogen. Erwischt. Grün hat Bogen. Meine Güte. Ja, ich hab ihn. Nee! Hacker! Ich töte dich. Sobald er nicht runterfällt, ist er ein Hacker, ja. Ja! Pass auf, hinter dir! Bist du das? Nein, ich bin in unserer Base. Und falls du da gleich drauf gehen solltest, ich habe nicht viel, aber ich werde unsere Base verteidigen mit allem, was ich habe. Er kann One Stack mit entsneaken. Das ist besser als One Stack, was ich kann. Kannst du ihn abschießen oder? Nee, ich habe keine Lust. Ach so ist das. Der Herr ist nicht zu fein dafür. Okay. Wolltest du den Team rüber? Soll ich mal? Pass auf, er schießt auf dich. Ja, ich hab ihn. Ja. Oh, er hat sich gerettet. Ich habe mich zwar auch gerettet, aber ich darf das ja auch. Ja, die Grünen spielen aber gut. Besser als sie dürfen eigentlich. Normalerweise ist Grün ja eigentlich mal das Verliererteam. Die dürfen nicht nehmen, die Runde, Alter. Die sind zu gut. Junge, wir wirken ja richtig scheiße.
Ich hasse es, scheiße zu wirken. Das ist das Schlimmste, was einem passiert. Oh nee, jetzt schießen sie wieder. Oh, ich versuch's einfach. Ab nach Hause, yay! Okay, ich lebe. Hab ihn! Hui. Gott sei Dank! Endlich haben wir ihn! Komm, oh, komplett aus dem Leben geschossen. Du bist mein Heldbase. Jetzt habe ich auch diese blöde Lücke zugebaut. Ich frag mich immer noch, wie du da vorhin reinfallen konntest. Ja, dieser Typ, der den Weg so dumm gebaut hat, der hat die ja wohl so gebaut, ne? Ha, das ich hab ihn runtergeschossen, Leute. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen, mit was für einem Skill ich den da runtergeholt hab? Ich hab ihn nicht einmal getroffen oder er fällt trotzdem runter. Also, ich hab's nicht gesehen. Ich hab's ja auf Aufnahme. Und ich glaube, ich werde abgeschossen. Ich hab noch übrigens Gold für dich geholt, 4 Stück. Ja, ich hab schon, danke. Aber es kann ja da warten, falls wieder irgendjemand von uns drauf geht, was der wahrscheinliche Fall ist. Ich hab auch einen Bogen, ne? Also, oh, der ist einfach, hast du den? Nee, der ist runtergefallen. Nice. Also ich meine, ich habe ihn umgebracht, das wollte ich damit sagen. Guck doch mal. Bei uns ist gerade keiner an der Base, wollte ich nur gesagt haben, ne? Ja, toll, ich wollte jetzt gerade noch mal ein bisschen Gold holen, zurückgehen. Oh, da kommt einer. Der ist auf dem Weg zu uns. Und der baut sich, der macht diese Assi, ich baue mich rüber Taktik. Headshot, oh, nice. Headshot. Huiuiuiui. Das war echt knapp, ne? Der war schon beim Bett, ich dachte eigentlich, im Notfall, wenn ich den zu dir schieße, kannst du ihn irgendwie aufhalten, damit ich ihn noch einen Schuss gebe. Der war nicht beim Bett. Ja, ich hab's ja gemerkt, ich hab ihn ja gekillt. Oh Gott! Ja. Bist du tot? Nö, aber Rot versucht das wieder mal. Hab natürlich Rot runtergeholt. Ja, aber du solltest trotzdem aufpassen auf dich und dein Leben. Ey! Das ist echt wichtig. Oh, ein Herz. Wie wär's, wenn du mal so als menschliches Schutzschild agierst, damit ich mache ich, klar. Warte, ich geb dir noch das ganze Silber, es liegt hier auf dem Weg. Nee, jetzt ist ja gut, jetzt bin ich ja in Sicherheit, ne? Ey, und er... Ah, also bin ich jetzt komplett sinnlos gestorben. Er bullert immer noch auf uns. Mann. Der Rote können, der also ich hätte einfach nie gedacht, dass der nochmal zur Gefahr wird. Normalerweise verstecken die sich in der Base, machen irgendein Zeug, wo man nicht weiß, warum die das jetzt machen. Aber so in Angriff gehen die eigentlich kaum. Lauf durch, Speedy. Shit! Oh! Was war das denn für ein blöder Leck? Egal, besser als wenn er mich gekillt hätte, ne? Ich wäre sowieso gestorben. Der kommt. Ich komm ja. Oh. Baust du dich hoch? Grüner! Nein, aber ich hab'n. Ja, moin! Er schafft mich! Was? Nice. Hab ihn? Oder du hast ihn? Jetzt schnell! Ich hab einen Bogen und einen Pfeil für dich, hier. Ich brauch die eigentlich. Hast du Schwert wenigstens? Nein? Aber ich kann dir drei Eisen geben, liegt hier. Das steht da oben drin. Ja, ich weiß nicht, der ist hier bei uns. Ne? Hättest du diesen Legendary Shot gesehen, ne? Ich hab ihn durch die Wand. Ja, okay, also der ist nicht mehr da, ja? Nee, ich hab ihn durch die Wand erschossen. Der hat sich nämlich so ein bisschen rausgebackt. Das war nämlich gerade ein legendärer Schuss, wie gesagt. Das war gerade ein bisschen, Wäre der Grüne nicht von hinten gekommen, wäre unser Bett jetzt weg und die hätten theoretisch einfach wirklich leicht gewonnen. Ah, die Grünen haben halt einfach den Fehler ihres Lebens begangen. Ja. Und, dann haben sie auch nur den Roten getötet. Läufst du durch, Speedy? Nee, ich hole mir das ganze Gold. Hier ist ordentlich viel Gold. 12 Gold habe ich jetzt. Okay. Also, wie gesagt, ich bin jetzt in der Mitte. Ja, geh du mit dem Gold zurück, dann kann ich... Hinter dir! Ich könnte auch ein Schwert benutzen. Hab ihn. Gut. Okay, ich gehe mit dem Gold wieder zurück. Okay. Dann könntest du aufpassen, vielleicht schaffst du es ja bei denen in der Base, aber riskier's lieber nicht. Wenn, dann können wir auch als Team agieren, das wird wahrscheinlich besser sein. Ja, ich warte mal auf dem Weg und baller ein bisschen rein. Soll ich uns beiden Eisenschwerter holen? Nö. Ich bin ein bescheidener Mensch, ne? Was ist mit Gold? Was soll ich sonst mit dem Gold machen? Ich wüsste wirklich nicht, was ich damit anfangen soll. Ja, weißt du was, dann pass einfach mal ein bisschen auf die Mitte auf. Ich hoffe, du kriegst das hin. Es lebt ja auch niemand mehr, außer ein Grüner. Interessant. Ja, aber der wird auch schon... Ach so, warte, das... Lauf gerade durch. WTF? Die Grüne... Oh. Das finde ich gerade interessant. Schaffst du den? Ja, mal sehen, ne? Ich hoffe, der respawnt lange, weil dann baue ich den mal eben hier ein. Nee! Jetzt sag nicht, er hat dich. Ja, ich habe keine Spitzhacke und wir brauchen eine Steinspitzhacke übrigens. Glaube ich. Das ist ein Eisenblock. Okay. Glaube ich. Dann werde ich mir mal direkt das Beste vom Besten nehmen. Ja, ich bin auf dem Weg, ne? Also immer mit der Geduld. Ich glaube, ich hole mir noch ein Eisen. Nein! Jetzt bin ich tot. Ich hätte noch einen Block gebraucht, den ich da hingesetzt hätte. Egal. Leute, das war ein guter Versuch. Er hat auf jeden Fall nichts. Olaf, wenn du kurz auf mich wartest, komme ich direkt mal mit. Ja, ich werde ihn auf jeden Fall ein bisschen versuchen, in Schach zu halten. Weil dann hole ich mir mal auch eben eine Steinspitzhacke. Tut mir leid, ich habe es leider nicht mehr rechtzeitig geschafft. Ich war nochmal komplett zur Base zurückgelaufen. Ja, was hat... Achso. Ja, das war nicht schlimm.
Es war jetzt ja halt nicht der schwierigste, ne? Er hat mich halt trotzdem gepackt, weil ich keine Blöcke mehr hatte. Habe ich auch ein bisschen blöd gesetzt. Das werden wir schon packen, keine Sorge. So, wo haben wir den denn? Kollege? Ich glaube, der kämpft. Hier liegt so viel Gold, ne? Ich würde jetzt so liebend gern nach Hause gehen, aber... In der Kiste war noch ordentlich was, ne? Ja, ich habe 16 im Inventar. Okay, ich lauf durch. Ah, verdammt. Lebst du noch? Ja, hab ihn. Also, hab sein Bett. Ich komme. Siehst du? Nein! Warum? Low Shot. Okay, an der Stelle GG. Ich habe ja immer noch Chatbande. Oh. Das ist mir blöd, dass sie nicht mal das durchgehen lassen. Egal, Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, schaut doch beim Olaf vorbei. Da haben wir sicherlich auch irgendeine Folge aufgenommen. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal. Willst du noch irgendwas sagen? Abonnieren, tschüss.